bathrooms. Nice warm windows. On the outside. Always on the outside. KTV heute mal außer Haus und nicht im Klanggerüst. Wir befinden uns in meiner eigentlichen Arbeitsstelle, dem Restaurant zum Goldenen Rade in Erfurt, auch kurz gesagt Köstritzer. Vielen Dank an dieser Stelle an Jens Alsgut, Matthias Rieger und Diana Ring, also meine Chefgang, dass wir heute diese Location nutzen können, um heute so ein paar kleine kulinarische Schmäuse zu kreieren. Und zwar haben wir uns auf die Fahne geschrieben, ein Band-Catering zu machen. Es wird geben als Starter einen veganer Tomaten Brotaufstrich, dazu natürlich ein schönes geröstetes Brot mit ein bisschen Olivenöl versetzt und so ein Zeug. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein ganz guter Starter. Und dann wird es so ein One-Pot-Gericht geben, und zwar machen wir da einen ungarischen veganen Gemüsegulasch. Und Band-Catering deswegen, weil wir uns auch einen netten Gast eingeladen haben, den Robert Bartsch, der auch eng mit diesem Haus verwurzelt ist. Erstens, weil es der Bruder von der Chefin ist, von meiner Chefin, und zweitens, weil der Robert halt auch in der Pergamentergasse einen ziemlich nicen Laden hat, eine Schnittstelle für viele regionale Künstler. Das ist das Design-Kollektiv in Erfurt. Die haben gerade einen Namenswechsel hinter sich und haben da auch viele Sachen anders gemacht. Das wird er uns dann später noch erklären. Und Band-Catering deswegen, weil der Robert halt auch sehr mit der Musikszene verwurzelt ist. Ob das nun damals Metalcore war, Hardcore oder Punkrock, jetzt wird er uns alles nachher noch erzählen. Wir haben hier schon ein bisschen was vorbereitet und haben schon ein bisschen das Gemüse natürlich alles geputzt, wie sich das gehört. Und da können wir auf jeden Fall gleich starten. Und das wird cool. Wir starten jetzt mit dem veganen Brotaufstrich. Dazu brauchen wir die getrockneten Tomaten, die eingelegt sind in Öl. Das werden wir dann noch abschütten. Kleinhacken. Ich habe mir jetzt den Robert mit in die Küche geholt. Hallo Robert. Hi. Der ist gerade schon ganz hart am Zwiebelwürfel schneiden. Dann brauchen wir dazu noch Tomatenmark, Salz und Pfeffer, Knoblauch, der ist auch schon fertig geschnitten. Gut, dass ich das nicht machen musste. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch den ganzen Spaß pürieren, und dann kommen noch angeröstete Sonnenblumenkerne dazu. Und das gibt dem Ganzen so eine schöne Cremigkeit, und das ist besonders geil, wenn es dann halt noch so ein bisschen so lauwarm ist. Es kommt auf jeden Fall geil durch diese, da kommt ein unglaublich schönes Aroma durch diese Sonnenblumenkerne mit rein. Und wie gesagt, jetzt starten wir erstmal auf jeden Fall mit dem Schneiden der getrockneten Tomaten. Ja, weiß ich nicht, was gibt's denn bei dir zu Hause zu essen? Also kocht ihr viel? Ja, immer. Nein, Quatsch. Ich tatsächlich, ich koche relativ ungern. Ja. Es ist einfach nichts, woran ich jemals Spaß empfunden habe oder was ich mir aneignen wollte. Für viele ist das irgendwie Entspannung und die gehen da drin auf. Das ist Kreativität. Aber meine Kreativität lasse ich woanders und nicht im Kochen. Meine Freundin kocht ab und zu und auch gut. Ja, und da kann ich des Öfteren drauf zurückgreifen. Jetzt werde ich auf jeden Fall so die Hälfte von so einer ganz normalen Tube Tomaten, also wir hatten jetzt auf jeden Fall ein Glas, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm da drin sind, auf jeden Fall ein kleines Glas getrocknete Tomaten. Dazu geben wir jetzt eine halbe Tube Tomatenmark, sollte ausreichend sein. Der Tomatenmark, da ist er wieder. Der Tomatenmark. Dann auf jeden Fall ordentlich Knoblauch. Knoblauch ist sowieso sehr wichtig. Ach, da muss man auch nicht so geizig sein, da kann man auch noch ein bisschen was dranhauen. Jetzt haben wir hier die getrockneten Tomaten, Knoblauch, geschnittene rote Zwiebelwürfel. Geben wir jetzt Salz und Pfeffer dazu. Ein bisschen. Na, da muss man auch nicht so geizig sein. Salz und Pfeffer ist auf jeden Fall immer nicht verkehrt. So, das werden wir gleich pürieren. Parallel dazu machen wir jetzt erstmal die Härte an. Hier ist auf jeden Fall in letzter Zeit nicht so wirklich viel passiert, deswegen ist es hier in der Küche einfach nur arschkalt. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal so im Winter, wenn die Chefsgrüße noch nicht da sind. Da mache ich einfach mal ein Herd an, obwohl nichts draufsteht, damit es sich so ein bisschen warm wird. Kannst du das rausschneiden? Robert, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst denn du so in Erfurt als Künstler, als Freischaffender?
oder? Das nun nicht. Also, was mache ich in Erfurt? Das ist eine gute Frage. Ich bin ja nun mein Leben lang hier. Ich bin hier geboren und immer hier geblieben. Natürlich rausgekommen über die Musik. Ich habe in vielen Bands gespielt innerhalb von Erfurt und Umgebung und ja. Habe hier in Erfurt einen Laden, das Designkollektiv Erfurt in der Pergamentergasse, Werbeagentur / Laden für regionale Produkte. Ja. Genau, wir haben viele regionale Künstler, kleine Labels dabei, die wir vertreten. Leute, die sich keinen eigenen Shop in dem Sinne leisten können, kommen bei uns unter, können ihre Sachen ausstellen, zahlen keine Miete, ja. Zahlen aber eine kleine Provision, einfach wenn was ja. verkauft wird. So ist es halt für alle am besten, Kommissionsgeschäft. Ja. Genau, machen unser Geld aber eigentlich über die Agentur sozusagen, über die Agenturleistung, Logodesign, Illustrationen, Webseiten. Alles sowas, genau. Dazu halt hobbymäßig die Musik und ja, auch so bin ich halt einfach ein umtriebiger Typ. Okay, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile. Das mit dem früher, warum gab es jetzt diese Namensänderung? Es war einfach so, das Grafik- und Designkollektiv war mir zu lang. Es war im Volksmund auch immer schon so, dass es Designkollektiv genannt wurde. Okay. Wenn die Leute drüber gesprochen haben, haben sie gesagt, ich gehe ins Designkollektiv. Und im Endeffekt trifft es ja trotzdem den Kern. Es hat alles mit Design zu tun bei uns, ob es nun die Werbeagentur ist, die designt, ob es die Leute sind, die ihre eigenen Produkte designen. So, und dieses Grafik und, das hat immer nur verwirrt. Ja. Die Leute haben es falsch geschrieben oder falsch ausgesprochen. Deswegen Designkollektiv ist einfach kürzer. Ganz pragmatischer okay. Grund. Und ich wollte sowieso lange schon mal ein Logo-Redesign machen. Ja, von daher. Wie lange gibt es den Laden jetzt schon? Ich bin im siebten Jahr jetzt dort in der Pergamentergasse. Krass. Und genau, habe mich 2014 selbstständig gemacht. Damals noch mit einem anderen Kollegen, der jetzt mittlerweile raus ist. Ja, 7 Jahre jetzt, also im siebten Jahr. Irre! Ja, momentan geht ja gerade nicht so viel, da ist nur irgendwie so Online-Geschäft am Start, ne? Ja, genau. Also wir, ich sag mal wir, ne, das Kollektiv ist halt auch wir. Auf dem Papier bin ich das, aber wir sind viele Leute im Kollektiv. Und aktuell, gerade Corona, Lockdown hin und her, passiert halt nicht viel im Laden, logisch. Ja. Aber wir sind dabei, die Online-Präsenz auszubauen, zusammen mit meinen Kollegen im Büro, mit dem Frank. Ja. Der kümmert sich um die ganze Webseite, um den Online-Shop. Ja, wir versuchen das ein bisschen auszubauen. Willst du mal grüßen? Hallo Frank. Grüße Frank. Der sitzt drüben und arbeitet. Das macht er richtig. Wie lange machst du jetzt schon Musik? Wie lange mache ich Musik? Ich glaube, ich habe mir mit 13, 12, 13 so ungefähr mein erstes richtiges Instrument gekauft, so von meinem Taschengeld. Was war das? Ein Bass. Okay. Also ich habe mit Bass angefangen und bin irgendwie immer bei Bass geblieben. Klar spiele ich auch ein bisschen Gitarre und andere Sachen, Maultrommel, Arschgeige. Nee, aber es war aus der Not geboren und irgendwie bin ich dabei geblieben bei dem Bass. Und meine Eltern haben nicht so das Talent in mir gesehen, deswegen musste ich von meinem Taschengeld mir dann halt selber das Instrument irgendwann besorgen. Aber mein Vater ist mit mir zum Rastplatz gefahren damals. Es waren noch Zeiten, wo man nicht so den Online-Handel ja. forciert hat und hat mit mir meinen ersten Bass dann abgeholt samt Verstärker. Genau. Was hat er damals gekostet? Weißt du das noch? Boah, was war denn das? Und genau, was war denn das eigentlich von der Marke so? Das war gar keine Marke, das war... also es stand schon was drauf, ich glaube Encore stand drauf oder okay. so. War ein ganz verrückter Bass, war so eine Precision-Bass-Form, aber mit einem zackigen Kopf oben abgefahren. So ein Teil gibt's eigentlich nicht. Ich muss erst mal ein Stück trinken. Apfelschorle, Prost! Ich glaube, ich habe mit Verstärker 100 Euro oder sowas bezahlt. Okay. Irgendwas in die Richtung. Jetzt wird's gleich mal laut. Ich habe jetzt praktisch die Sonnenblumenkerne geröstet und jetzt werde ich praktisch den Rest, die getrockneten Tomaten, den Knoblauch, die Zwiebeln, Salz, Pfeffer pürieren. Mit Mighty Mixer. Und das Tomatenmark. Und dann koste ich schon mal, wie das so schmeckt. Und dann werde ich da dann die Sonnenblumenkerne unterheben. Die werden dann praktisch auch nicht mit püriert.
Oder nur mal ganz kurz reingehalten. Die können ruhig schon noch ein bisschen grob sein. Aktuell, was machst du da so an Musik? Falls man mich jetzt hört, habe ich aktuell tatsächlich nur ein Projekt, was dem entgegenwirkt, was sonst immer so war, weil ich eigentlich immer viele Bandprojekte hatte, Coverband, eine Hardcore-Band, eine Punkband hin und her. Ja. Aktuell habe ich eine Band, das ist Longest Line, da singe ich auch aktuell. Okay. Ist was Neues für mich, weil sonst habe ich immer Background-Gesang gemacht, klar, aber ansonsten war ich halt Bassist vorrangig. Ja. Jetzt bin ich halt Frontmann, was halt was Neues ist, was Spaß macht, aber halt auch schwierig. Wie fühlt sich das an für dich jetzt auf einmal so der Frontmann zu sein? Ja, wie gesagt, vorher als Bassist war ich ein bisschen vogelfrei. Ich konnte halt rumspringen, wie ich wollte, konnte im Endeffekt machen, was ich wollte. Jetzt bin ich so ein bisschen ans Mikro immer gefesselt, muss Bass spielen und singen. Es nimmt mir so ein bisschen die Freiheit auf der Bühne, womit ich noch nicht so ganz d'accord bin. Ja. Das ist halt eine andere Rolle. Aber wie ist das so auch so vom Bandmanagement? Hast du da die kompletten Fäden in der Hand? Was heißt die kompletten Fäden? Ja, was Merchandise betrifft und so, Gigs ran schaffen halt und Anfragen stellen, ob man mal irgendwo zocken kann oder kommt das dann von alleine? Jetzt gerade sowieso nicht, ich weiß aber. Aktuell gar nicht. Ja. Aber eine Band ist halt eine Band, also da gibt es verschiedene Aufgaben. Das sollte immer so sein, aber ich denke, ich habe zusammen mit unserem Schlagzeuger schon den Hauptanteil an der Planungsgeschichte. Ja. Aber auch dem geschuldet, dass unsere Klampfer gerade relativ beschäftigt sind. Der eine hat ein Kind bekommen, der andere baut ein Haus aus. Also verstehe ich auch alles. Und es ist auch irgendwie mein Baby, also ich will mich da drin so ein bisschen selber verwirklichen und ja. So, ja, Bandcatering, das ist halt auch so ein Ding. Ich weiß nicht, hast du da schon mal ganz schlimme Erfahrungen gemacht, als du mal mit deiner Band irgendwo, also egal jetzt mit welcher, überhaupt so in deiner Karriere, sag ich mal, wo du da mal irgendwo gezockt hast, wo du die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habt oder ihr, weil es da irgendwie nur Rotz gab oder so. Der Klassiker ist ja immer, wenn man irgendwo als Band hinkommt, es gibt Chili con Carne. Das ist einfach das der hätte Klassiker. Ich jetzt, das wäre mir jetzt auch direkt eingefallen. Also Bandcatering ist eigentlich Chili, so, ne? Wir sind viel auf Tour gewesen, damals mit Dreadful Vision, mit der Metalcore-Band, ja. Mit der ich angefangen habe, ja. Später mit 99. Das Ding ist, du fährst auf Tour und bei deiner ersten großen Tour sagst du halt auch, okay, geil, jemand hat für uns gekocht, was gibt's denn? Chili. Ja, fett. Hast du Bock drauf? Isst du? Am zweiten Tag fragst du, was gibt's zu essen? Chili. Ja, okay, vielleicht ein anderes Chili, gucken wir mal. Dritten Tag gibt's dann halt wieder Chili und am vierten Chili. Das ist halt schwierig. Ja. Also man lernt das Chili schon zu hassen. Glaube ich, sowas, dass man so Starter kriegt und einen Aufstrich vorher und ein bisschen Brot und sowas, eher selten erlebt. Okay. Also ist natürlich schön, wenn du es mitbekommst, dass die Leute sich um einen kümmern, dass sie sich Gedanken machen. Du hast es ja auch oft, dass du vegane Leute dabei hast, Vegetarier dabei hast. Das heißt, es muss sich meistens wirklich gekümmert Allergiker, werden. Ne? Allergiker. So. Die Leute müssen sich vorher informieren, wer kommt an Bandleuten, wer kann was essen, wer mag was essen. Kannst du mir mal dein Messer geben, bitte? Klar, ich brauch's eh nicht. Meins ist so stumpf wie meine Witze. Krass. Das ist genauso stumpf. Ich bin schon lange durch, auch mit meiner Schneiderei hier. Ja, du warst schon fleißig. Von daher, man muss sich drauf einstellen, man muss sich irgendwie Mühe geben und ist schon cool, wenn du dann irgendwie mehr als einen Gang noch bekommst. Ja. Na, ich finde es halt cool, wenn du erstmal ankommst und da sind erstmal sowieso alle durch. Also keine Ahnung, manche Leute kommen ja wirklich dann mal aus Berlin hier nach Erfurt gefahren oder was weiß ich. Haben wir jetzt auch schon öfters mal im Klanggerüst gehabt oder ist einmal Java hier aus Jerusalem gekommen. Ne? Also keine Ahnung. Da bist du erstmal froh, wenn du irgendwo gelandet bist und da möchtest du erstmal so ein bisschen abgeholt werden, jedenfalls so ein bisschen. Ich kenne es auch schon von ganz vielen Shows, dass dann irgendwann so kommst, da gibt es dann mal irgendwie nach einer Stunde zeigt dir mal irgendjemand, wo der Backstage ist, wo du dich mal oder wo du mal pissen gehen kannst oder so, keine Ahnung. Also manchmal wird man da so ein bisschen lieblos behandelt und da gibt es halt gerade so diese kleinen Locations, die sind da manchmal halt noch ein bisschen herzlicher so. Ne? Ist so. Hat man halt alles schon erlebt. Gerade so. Tico erwähne ich immer wieder lobend. Ja. Du kriegst so geiles, frisch gekochtes Essen, extra auf die Bands abgestimmt. So, ne?
Aber ist es da auch so, dass da wirklich so ein Info-Writer vom Management kommt oder von der Band selber? So, was die haben wollen, und das wird dann genauso auch gemacht? Klar, 90% werden abgelehnt und dann gibt es halt was für alle und fertig. Ja. Also ich habe es einmal erlebt, dass es wirklich hieß, dass der Koch ankam und gemeint hat, und schmeckt's denn allen? Und aus der Band sagte jemand, naja, könnte noch ein bisschen Salz vertragen. Und derjenige nimmt den Teller und geht. Ich nenne keine Namen, ne? Keine Location. Und, so was habe ich schon mal in einer Gaststätte erlebt. Ja, ja. Da hat der Wirt das Essen genommen und hat es einfach in den Mülleimer getan. Mhm. Und hat einfach nochmal weitergearbeitet. Das war ganz schön cool. Es war nicht diese Gaststätte. Nee, war es nicht. Wir fangen jetzt einfach an mit dem Hauptgang. Und da fangen wir an. Brauchen wir ein bisschen Öl. Also ich von meiner Warte aus hätte ja gesagt Zwiebeln zuerst. Nein. Stimmt das? Nee, würde ich auf jeden Fall nicht machen. Ja, kann man machen, aber das Ding ist halt einfach, dass die einfach viel zu schnell verbrennen. Und deswegen haben wir die später drunter. Selbst wenn du jetzt irgendwie mit irgendwelchen Fleisch arbeitest, machst du das so, dass du jetzt Knochen oder das Fleisch erst anbrätst, dann nimmst du das raus und dann haust du das Wurzelgemüse rein. Ja? Aber das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Aber das ist im Endeffekt ist es nichts anderes, dass du erstmal irgendwie das anschmoren musst. Okay. Selbst bei dem Wurzelgemüse machst du dann zum Schluss, erst wenn das schon ein bisschen Farbe bekommen hat, machst du dann die Zwiebeln dazu. Also so habe ich das jedenfalls gelernt. Ah, da kommt und dann machst du halt Tomatenmark mit dran und dann kannst du eigentlich, wenn du die Soße dunkler haben willst, solltest du immer wieder versuchen einzureduzieren. Also das ist jetzt kein großes Hexenwerk, aber man sollte sich auf jeden Fall einfach ein bisschen Zeit lassen bei bestimmten Sachen, um halt ein gutes Ergebnis zu bekommen. Ich habe langsam Hunger. Ja, ich auch. Okay. Wir machen mal ein bisschen hin. So, jetzt nehmen wir auf jeden Fall das ganze Gedöns, was Robert hier schon geschnitten hat. Ja. Hauen wir mal noch nicht so viel rein, das braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Hitze von unten. Und da arbeiten wir uns jetzt einfach so Stück und Stück vor. Kann dann sein, dass ich dann zwischendurch noch mal was rausnehme, weil der Topf jetzt einfach noch ein bisschen klein ist. Ich wollte jetzt auch nicht so einen riesen Topf nehmen, müssen wir auch nicht machen. Für wie viele Personen kochen wir denn gerade überhaupt? Für 4 Personen. Okay. Nein, ist ein bisschen mehr geworden. Aber für 4 Personen, 8 Tage. Wir gehen einfach mal davon aus, dass heute 3 Bands heute hier spielen und deswegen haben wir ein bisschen mehr geholt. Und außerdem haben wir den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ja, das Kochen an sich wird jetzt ein bisschen dauern, oder was? Nö, eigentlich nicht. Also es geht schon relativ flott. Also du machst jetzt nicht irgendwie so einen normalen Gulasch, wo das Fleisch halt wirklich übelst lange braucht, das Gemüse, das soll ja einfach noch ein bisschen bissfest auch sein. Deswegen wird das hier einfach eine schnelle Geschichte, mal schnell ganz scharf anrösten. Dann nehme ich da ein bisschen was raus, pack wieder was dazu und dann beim letzten werde ich dann auf jeden Fall ein bisschen Tomatenmark hinzufügen. Schon ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. Dann auch irgendwann die Zwiebeln mit drunter heben, dass die ein bisschen Farbe kriegen und noch ein bisschen Geschmack abgeben. Und dann haue ich den anderen Brassel dran. Und dann löschen wir das Ganze ab mit Rotwein. Wenn noch welcher da ist. Wenn noch welcher da ist. Ansonsten ist ja der Teegut nicht weit weg. Und dann werden wir mit Gemüsebrühe ein bisschen auffüllen und dann halt mal ein bisschen mit der ganzen Gewürzbatterie nachlegen. Was schätzt du, wie lange das Ganze dauert? Ach ja, halbe Stunde. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Mal gucken. Ja, so mit Longest Line, was denkst du, wo es da noch hingeht? So, ist da mal eine Platte angedacht oder so? Seid ihr im Studio? Aktuell bringen wir unsere EP Stück für Stück raus. Also EP ist jetzt übertrieben. Die Möglichkeiten sind begrenzt durch Corona und dadurch, dass wir nicht proben können, wie wir wollen, nicht aufnehmen können, wie wir wollen. Wir haben uns jetzt immer zu zweit im Proberaum getroffen, haben ein bisschen was eingespielt und bringen gerade einfach unsere Proberaumaufnahmen raus. Jedes Wochenende haben wir einen Song rausgebracht. Wir haben vor, dann irgendwann mal eine richtige EP, ein Album aufzunehmen. Ja, aber wie gesagt, alle haben ein paar Igel zu kämmen. Wir sind alle älter geworden. Wir haben Sachen zu tun, wie so erwachsene Leute halt. Klingt voll Anti-Punk-Rock. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, aber vielleicht gibt es auch nochmal so ein alte Männer-All-Star-Projekt, irgendwas, was mal aufgreift. Ich weiß es nicht. Lars, ich fühle mich so nutzlos. Soll ich noch irgendwas machen oder geht es jetzt nur noch ums Reinkippen? Jetzt geht es eigentlich nur ums Reinkippen. Und tschüss. Bin ja noch da. Nee, warte mal. Ich habe was Cooles, was du machen kannst. Und zwar, das machen wir zum Beispiel auch immer, wenn wir unser Rotkraut machen. Oder das kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Wenn jemand mal einen Gulasch macht und möchte da auf jeden Fall noch Gewürze dran machen, wie zum Beispiel Lorbeer, Piment, Wacholder
oder Gewürznelke. Auf jeden Fall nie so reinkrachen, weil diese Scheiße kriegst du einfach nie wieder raus. Oder beziehungsweise ist einfach uncool, wenn du auf dem Teller dann auf irgendeine Beere beißt oder sonst irgendwas. Und das ist halt immer so bitter und so eklig. Deswegen haben wir hier so einen geilen Scheiß. Das sind so, da machen wir uns immer so niedliche Gewürzsäckchen. Und da kannst du jetzt hier mal gucken. Da hätte ich jetzt gern, dass du irgendwie so eine kleine Fingerspitze Nelke reinmachst. Ein bisschen Piment, ein bisschen Lorbeer und Wacholderbeere. Ja? Das dann zusammenknotest und das hauen wir dann einfach mit dem Topf rein. Und das kann dann so ein bisschen mitquallern. Das mache ich auch zu Hause. Da nehme ich manchmal irgendwie so ein... Ihr kennt doch diese kleinen Teesiebe, ja? Die man so hier, die dann aussehen wie Pac-Man, die man dann so aufmachen kann. Und da mache ich mir dann halt auch meine Gewürze rein und haue das dann einfach mit in die Suppe rein oder halt in den Gulasch oder je nachdem, was man gerade macht. Hauptsache, dieser ganze Kleinscheiß, den hat man dann irgendwann nicht im Mund. Das ist super nervig, ey. So, jetzt hat das hier auf jeden Fall schon ganz schön angeröstet. Das ist cool. Da, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich auf jeden Fall die Zwiebeln dazu gebe. Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Aber gut geschnitten. Ja, ne? Ja, einen ganzen Tag hat er da gestanden. Hat schon 3 T-Shirts durchgeschwitzt. Lars, ist das viel oder wenig? Muss ich da mehr machen? Nee, das ist gut. Wusste ich doch. Ja. Gelernt ist gelernt. So, da geben wir jetzt noch ein bisschen Öl dazu. Eigentlich war zum Beispiel bei diesem Rezept, ich habe mir ein paar Rezepte rausgesucht für so veganen Gemüsegulasch, weil ich sowas jetzt eigentlich auch nicht so häufig mache. Ich koche zu Hause zum Beispiel jetzt auch immer Grundnahrungsmittel, auf jeden Fall Zucchini, Aubergine, Paprika, das hat man irgendwie immer im Haus. Und macht sich irgendwie da so mal so ein cooles Gemüse, das ist halt geil, so Grillgemüse ist einfach geil. Und Knoblauch ist immer ganz wichtig und Zwiebel, sehr wichtig. Was du bei den meisten Rezepten findest, ist, dass halt viel mit Tofu gearbeitet wird und noch irgendwelchen Sojagedöns. Und das Ding ist halt auch immer, dass das auch immer viele abschreckt. Und deswegen kann man halt auch wirklich Alternativen finden. Es gibt so viele Gemüsesorten, da kann man einfach irgendwie eine bunte Mischung machen und man braucht das eigentlich gar nicht. Man kann da echt gut mit Gemüse ganz normal arbeiten. Hat halt immer unterschiedliche Garstufen, deswegen sollte man eigentlich auch aufpassen bei Zucchini, Aubergine, Paprika, gerade wenn du auf dem Ratatouille machst, dass du irgendwie alles anders in den Topf haust, weil halt alles eine andere Garstufe hat und super empfindlich ist. Und es ist halt einfach ungeil, wenn dann alles batscheweich ist, deswegen muss man da echt ein bisschen aufpassen. Dass man nicht so viel Rotwein trinkt und dass man nicht einen Faden verliert. So, jetzt haben wir hier Tomatenmark dran gemacht, bisschen Salz und Pfeffer. Ich mache heute immer ein bisschen mehr, ich muss mich zusammenreißen. Ich würze halt wirklich irgendwie... da hat er auch schon Storys gehört hier. Da muss ich mich manchmal ganz hart zusammenreißen. Ab und zu habe ich hier Essen bekommen, wo es dann hieß, Vorsicht, Lars hat es gekocht. Ich weiß nicht, was ich meine. So, jetzt kommt der Rotwein zum Einsatz. Ich bin Fan davon. Schön ablöschen, so wie wenn du auch einen Rindergulasch machst oder sowas in der Art, brauchst du ganz viel Rotwein. Rotwein ist auf jeden Fall mega, mega gut. Riecht auf jeden Fall gut und hat eine gute Farbe schon mal. Mhm. Ja, das braucht halt Zeit, also das Anrösten finde ich halt, ist super wichtig. Haben wir zum Beispiel auch schon mal, im Klanggerüst gemacht. Da haben wir gebratene Kloßbällchen gemacht, also ganz, 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 ganz kleine Mini-Kloßbällchen. Das machen wir auch oft tatsächlich, und also Katrin. Hatten dann eine vegane Rotweinjus gemacht. Also normalerweise nimmst du ja Knochen für so einen Spaß. Und wir hatten halt einfach Wurzelgemüse genommen und das halt auch ganz scharf angebraten. Okay. Ne? Und dann immer wieder mit Rotwein abgelöscht. Ich habe auch genug Rotwein geholt, dass ich da auch noch ein Glas gekriegt habe. Und das ging halt auch relativ flott. Und ich finde sogar schon, also es hat wirklich genauso geschmeckt wie eine Rotweinsauce. Und so das Ergebnis war einfach bombastisch. Also das ist richtig, richtig gut. Und das Schöne ist halt, dass du jemanden halt irgendwie ein schönes Essen kredenzen kannst und du dich halt trotzdem, selbst wenn du Fleischfresser bist, so ein bisschen wie ein Nostalgie gebettet fühlst, wie der Typ damals in Ratatouille, wo der an dieses Ratatouille gebissen hat und dachte, oh geil, oh Kindheitserinnerung und so. Ne? Wenn du halt so mit Fleisch und Blut Thüringer bist und weißt nicht so genau, ne? wenn das weißt, das ist immer ganz schlimm, wie wenn du manchmal bei der Opa und Oma bist oder so, und denen würdest du, bevor die das gegessen haben, erzählen, da ist aber kein Fleisch drin. Das kannst du gleich knicken. Also, das würden die nicht essen. Nee. Da würden die sich eher noch einen Döner holen, obwohl sie keinen essen. Hauptsache Fleisch. Mhm. So. Jetzt haben wir das Tomatenmark so ein bisschen dran gemacht. Jetzt folgt Knoblauch. Das ist auf jeden Fall noch eine schöne Menge. Knoblauch ist auf jeden Fall das Wichtigste, was es gibt.
Ja gut. Hilft auch gegen Vampire. Ich habe hier auf jeden Fall noch niemals einen gesehen. Das gibt's bei uns zu Hause oder gab's bei uns zu Hause natürlich auch oft. Bei uns wurde sehr viel mit Knoblauch gearbeitet. Habe ich gehört. Berühmt-berüchtigt ist Muttis Knoblauchsalat mit ein bisschen Gurke. Was, wirklich? Ja. Was, der heißt, heißt der eigentlich Gurkensalat oder heißt der Knoblauchsalat? Naja. Also Sie würden es wahrscheinlich Gurkensalat nennen, oder? Ja. Naja, ein bisschen Knoblauch ist dran, würde sie sagen. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen... Jetzt hauen wir Gurken dran. Hauen. Sorry für meinen Jargon manchmal, aber... Ah ja, du bist schon ja recht irgendwann unterwegs. Irgendwann ist es halt auch egal. So, dann haben wir hier noch die paar Zwiebeln, die übrig sind von der Tomatencreme. Die hauen wir jetzt auch noch mit dran einfach. Kartoffeln, kommen die mit Wasser ran oder warum ist hier noch so viel Wasser drin? Soll ich das mal abkippen? Das kannst du mal abkippen, das wäre super. Ja. Ich mache jetzt schon mal ein bisschen Lauch hier mit dran noch. Wir haben noch schönen Frühlingslauch. Wo soll ich das hinkippen am besten? Nimmst du am besten... Warte mal, wir haben ja so Siebe. Dann machen wir das und nehmen wir mal das einfach. Dann gehst du mal darüber ins Becken und haust das da rein und kommst du wieder her. Hier? Nee, hier. Na? Kann ich ja hier reinkippen. So. Das mache ich erstmal kurz aus. Den Salz und Pfeffer ist genug dran. So, dann für so einen ungarischen Gulasch braucht man natürlich, das muss ich mir erstmal durch die ganzen, ich habe vorhin mal einen Gewürzschrank leer gemacht. Was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, um Frühlingslauch zu schneiden oder auch Lauch, kann ich auf jeden Fall empfehlen, das vorher klein zu schneiden. Ja, also erstmal so diesen Strunk abmachen, die schlechten Stellen hinten, wo es grün ist, wegmachen und dann wirklich zuerst zu schneiden, dann zu waschen und dann ins Sieb zu tun, weil sonst hat man immer so dieses Ding, dass du noch eine Schicht abziehst und hast nochmal Dreck dran und so. Das ist einfach viel, viel einfacher und man hat auf jeden Fall dann halt noch viel mehr übrig. Naja, und wenn sich einer mit Lauch auskennt, dann Lars. So, das kochen wir jetzt einfach mal mit hier dran. Drehen das wieder ein bisschen hoch. Ich räume einfach ein bisschen auf, oder? Wenn ich hier schon nichts mehr dazu tun kann. Vergiss das Säckchen nicht, was ich vorbereitet habe. Na? Na? So, jetzt hauen wir hier Gemüsebrühe mit drauf. Ein bisschen. Fertig. Und jetzt immer wieder rühren, Brühe, rühren, Brühe. Nee. Nicht? Nee. Das kenne ich vom Risotto. Ja, das machen wir jetzt auch nicht so. Das, nicht, das, jetzt, wir nicht. Das lassen wir jetzt einfach ein bisschen blubbern. Da kann man ja einfach das Ding ein bisschen kochen lassen und setzen uns draußen hin und sprechen mal über die Platten. Das können wir machen. Ich muss jetzt aber gerade noch mal, möchte ich jetzt noch mal schnell ein bisschen abschmecken. Schon mal. Kannst du auch schon mal einen Löffel nehmen? Mmmh. Mmmh. Anmerkung der Redaktion. Mmh. Muss man das so machen? Ja. Och, das schmeckt doch schon ganz gut. Bisschen nach nichts. Jetzt hör auf. Bist du krank? Oh, oh. Da machen wir jetzt einfach ein bisschen Kümmel dran. Na oh, komm, da geht noch was. Curry auch oder was? Wieso hast du Curry bereitgestellt? Ach nee, ich weiß nicht, das ist so ein Reflex. Ich stehe irgendwie auf Curry. Machen wir auch nicht dran. Nee. Paprika noch ein bisschen. Paprika, es ist ungarisch, also ganze Packung. Scheiße, Alter. Nein. Kann doch mal jemand einen Teegut schnell gehen. Das Gewürzsäckchen hauen wir jetzt mit rein. So, tschüss. Warte, ich schicke jemanden. Okay. Ja. Kannst du mal hinten ins Lager gehen, mal gucken, ob noch Paprika da ist? Da, in dem Lager? Na? Ja, ich weiß wo. So, Robert ist jetzt irgendwie im Lager. Es ist kein Paprika mehr da. Das habe ich noch nicht gesagt. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen Kümmel dran. Man muss sich ja zu helfen wissen. Und noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Und wir haben ja vorhin schon gekostet und das ist ganz lecker. Und wir machen jetzt einfach gleich mal, drehen die Temperatur ein bisschen runter. Die Kartoffeln müssen jetzt noch gar ziehen. Und das braucht jetzt ungefähr noch eine Viertelstunde. Und dann denke ich mal, sieht das ganz gut aus. Ich gucke jetzt mal auf jeden Fall mal raus. Mal gucken, ob ich Robert finde. Wir werden dann ein bisschen über Platten quatschen und über Mucke. Und solange kann das hier köcheln. Ja. Sind wir erstmal raus hier.
Läuft über. Zum Wohl. Das haben wir uns verdient. Wie gut das tut, ey. So. Wir haben ja vorhin schon mal kurz ein bisschen über Musik gesprochen. Du hast ein paar Platten so aus deinem Arsenal mitgebracht. Was hast du denn da Schönes mitgebracht? Genau. Ich habe so ein bisschen versucht, den Fokus auf die letzte Zeit zu legen. Also nicht so im Sinne von, was sind deine All-Time-Favorite-Platten, weil ich auch nicht so lange dabei bin. Um das mal sozusagen, ich bin erst seit kurzem überhaupt im Medium Platten angekommen. Ja. Habe mir aber auf den Konzerten, wo ich so in den letzten Jahren war, von den Bands, die mir getaugt haben, immer mal was besorgt und mit denen wir gespielt haben und so weiter. Und habe versucht, so die letzten Jahre mal ein bisschen im Abriss mitzubringen. Ich mache mal den blöden Ton vom Handy aus, weil das nervt mich. Ja. Dich vielleicht auch? Nee, überhaupt nicht. Ich schreibe dir die ganze Zeit. Also. Genau. Ich habe jetzt aber keine großartige Reihenfolge festgelegt. Ich weiß nicht, ob du random reingreifen willst. Ich erzähle was dazu. Oder das ist eigentlich eine coole, das ist eigentlich eine coole Idee. Ja. Na? Dann machen wir das. Was haben wir hier? Blümchen. Hm. Hm. Habe ich vorher auch gehört. So. Ach, lieber Gott. Gleich das Beste. Truckstop. Ja? Truckstop, ja. Unglaublich. Nicht zu bremsen. Aus der TV- und Funkwerbung. Unglaublich. Ja, ist halt wirklich ein bisschen doof, dass du die jetzt zuerst gezogen hast. Okay, weil? Weil ich dachte, es wäre witzig, wenn die mittendrin kommt. Aber naja, Truckstop habe ich mitgebracht, weil es mich tatsächlich, von daher vielleicht ganz passend, sehr früh sehr stark geprägt hat. Mhm. Also es ist tatsächlich so das erste Musikgenre, wo ich mich zugehörig gefühlt habe. Also mein Vater hat mit mir damals im Auto immer sehr viel Country gehört und ja. Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen drauf hängen geblieben. So. Ja. Die Rhythmik, das Gitarrenspiel und überhaupt so der Stil vom Country hat mich irgendwie nie so wirklich losgelassen. Klar hat sich ein bisschen verändert hin zu diesem ganzen Singer-Songwriter-Folk-Musik-Ding. Aber ja, Truckstop. Und dazu kommt, weil ich ja gesagt habe, es sind alles so Konzerte aus der letzten Zeit, die ich besucht habe. Ich war tatsächlich bei Truckstop. Ja. Im Dusty 2019. Als Konzerte noch stattgefunden haben. Als noch Konzerte stattgefunden haben, war ich da mit ein paar Kumpels und mit der Mutter von einem Kumpel und wir haben uns da einen schönen Abend gemacht. Geil. Zu Truckstop. Ziemlich cool. Grade 2. Naja, vielleicht Great. Sprichst du es lieber Great. Englisch aus. Grade 2. Grade 2. Grade 2. Ja. Okay. Ja, kenne ich, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Erzähl mal was. Grade 2, Graveyard Island. Großartige Scheibe. Wir haben mit der Band, wir hatten das Glück mit unserer Band, mit Longest Line. Das ist jetzt deine aktuellste Band. Ne? Mit meiner aktuellen Band, genau Longest Line, im Vorprogramm zu spielen von Grade 2 und zwar im Museumskeller. Mhm. Das war, dachte ich, auch so die letzte Show vom Lockdown, die wir spielen durften. Ja. Atze hatte das veranstaltet, wie gesagt, Museumskeller. Und ja, die Jungs sind aus Großbritannien und waren schon ein paar Mal in Deutschland, sind aber jetzt erst richtig groß geworden, haben das Album Graveyard Island mit Tim Armstrong zusammen produziert. Mhm. Tim Armstrong, Sänger von Rancid, Operation Ivy, ja. Co. Kennt man sicherlich, halt auch ein großartiger Songwriter, der unter anderem auch für Pink und so eine Leute Songs geschrieben hat. Ja. Genau, und die haben mit ihm das Album zusammen produziert und es sind halt nur Hits. Also definitiv, es ist Punkrock, geht richtig nach vorne. Ja. Die Jungs hatten auf ihrem Instagram nach der Erfurt-Show auch mal gepostet, dass das ihre drittliebste Show ever war, tatsächlich. Also okay. Die haben hier wirklich eine richtig gute Energie vom Publikum bekommen und Kumpel und ich, also Flo, der Stolle und ich, wir standen vorne, wir haben uns wirklich die Seele aus dem Hals geschrien, weil es einfach so gut war. Die Jungs sind alle um die 20, 22 war, glaube ich, der Älteste und die haben so eine Energie und sind schon seit Ewigkeiten unterwegs. Weiter geht's. Ich mache einfach mal so, wie es hier liegt. Oh, das fühlt sich nach Doppelvinyl an. Schönes Kate-Forward. The Shrine. Ist das richtig? The das ist Shrine. Richtig, ja. Raw Breed. Rare. Rare, Entschuldigung. Ja, sieht schon ziemlich abgespaced aus. Hm.
Ja, ach du lieber Gott, geklärte Verhältnisse. Der hat auf jeden Fall hier einen Eddie von Iron Maiden tätowiert. Ja, erzähl mal, was ist denn das Schönes? Die Richtung würde ich als Punk-Metal beschreiben. Okay. Geht richtig vorwärts. The Shrine habe ich gesehen im Tico. Mhm. Tico ist sowieso eigentlich so meine Go-To-Kneipe-Konzert-Location, wo halt so in normalen Zeiten mein halbes Leben sich abspielt. Ja. Wo man halt abends mit Kumpels ist, wo man ansonsten zu den Konzis geht, wo man einfach mal sich trifft unter Gleichgesinnten. Gut, ja, The Shrine im Tico gesehen und ja, es ist halt wirklich eine Erscheinung gewesen. Also wenn du die Jungs siehst, er ist der Sänger, ja, gleichzeitig auch Model. Echt? Ja, ist ein gut gebuchtes Model auch für große Aufträge. Für L'Oreal? Ich kann dir nicht genau sagen, wofür leider. Aber halt wirklich auch eine Rampensau, der sich dann sein Shirt auszieht und sein Gitarrensolo wirklich in der Menge zelebriert, sich dann... Stört sich, wenn ich rauche? Das ist nur eine Kaugummi-Zigarette. Okay, dann... Gut. ja, und halt sehr krasse Energie. Ich habe wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, was ich rausgesucht habe als Song. Die sind alle großartig, aber Rare Breed könnte sein... Ist auch so ein Ding, das läuft bei uns ständig im Büro. Also krass. Kann man richtig gut hören. Ich bin mal echt gespannt, was noch kommt. Ich genau. Auch. So. Ah, krass. Okay. So. Warte mal. Ja, etwas verwirrend. Das ist abgefahren. The Pissed Ones. Yes. Piss in your pocket. Okay, ich denke mal, es ist Punk. Ja? Wie kommst du darauf? Weiß ich nicht. Ja, Pissed Ones. Großartige Scheibe, großartige Band aus Dresden. Möchte sagen, viel und oft gesehen in Erfurt, in Dresden, auch in Dresden zuletzt. Ja. Auf dem Poor and Weird Festival, wo sie zusammen mit The Briefs gespielt haben, wenn die dir im Begriff sind. Nein, leider nicht. Leider nicht. Wahrscheinlich vielen anderen Menschen, weil The Briefs eine richtig große Nummer sind im Punkrock. Okay. Genau. Und dort wirklich in einem großartigen Line-Up in der Chemiefabrik, in der neuen Chemo, also nach dem Umbau quasi, war ich das erste Mal dort. Wir haben dort auch früher oft gespielt, mit 99 auch, mit meiner anderen Band. Und ja, die haben dann irgendwie ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben den Konzertsaal vergrößert und noch mal eine richtig geile Location draus gemacht. Und ja, The Pissed Ones gehen halt komplett auf diese 77er Garage Punk Schiene. Ich finde die Songtitel schon geil. Boring, Better Than You, No Good, Hair, Need to, Too Much Input. Was heißt das? Mail Order. Mail Order. Ja, das klingt auf jeden Fall. I'm a living Punk Rock Mail Order. Ziemlich ja. Cool. Genau. Genau, Hair ist auch gut. Der Refrain ist, I wanna die, I wanna die, I wanna die, I wanna die, my hair. You know? Okay. Ja, vielleicht gehen wir gleich von denen, weil die Band habe ich auch genau mit The Pissed Ones auf diesem Festival gesehen. Ja. Bad Mojos. You get the record. Was für crazy cover. Ja. Crazy Band auch. Ich glaube, die ganze Platte geht eine Viertelstunde oder so. Was, die ganze Platte? Ja, ja. Echt jetzt? Die Band hat keinen Song, der länger ist als 2 Minuten, bin ich der Meinung. Ich bin halt auch wirklich von der Aufmerksamkeitsspanne her wahrscheinlich auch so gepolt, dass mir lange Songs einfach nicht so gut reingehen. Ich mag, sorry Lars, ich weiß, ich mag das, wenn das auf den Punkt gebracht ist und in 2 Minuten abgefrühstückt ist, das Thema. Ja. So, und das trifft bei der Band halt wirklich zu. Ich kannte die nicht, bevor wir zu diesem Festival gefahren sind. Ja. Und die haben mich so abgeholt, das ist wirklich 1, 2, 3, 4, Ramones Shit, so, ne? Ja. Eingezählt, los, nächster Song. Die Jungs mit Masken, mit Sturmhauben auf der Bühne, Lederkutte. Also teilweise noch diese Schapkas auf hier, diese Russenmützen mit den ja. Diesen Ohren drüber. Also das waren 100 Grad in der Halle und die haben da in ihren Kostümen, na gut, wahrscheinlich haben sie nur eine halbe Stunde gespielt und dann war alles vorbei. Aber halt in der Zeit 40 Songs. Also großartig. Ja, auch die Titel sind auch sehr geil. Dig in my own grave, baby, I'm doomed. I wanna be dead, I hate,
Commit a Crime, Police Car, I Hope You, what? OD. OD? Overdose. Ah, okay. Too Drunk, Out of Control, Everybody Hates Me. Klingt auch ein bisschen nach Turbo Negro, finde ich schön, so diese schöne Pissed Off Attitude, ne? Das ist ziemlich cool. Genau, ich glaube, ich habe Police Car mit in die Playlist genommen. Ja, ihr könnt immer, ne, in die Playlist schauen, wenn wir hier was erzählen und mal reinhören. Dafür ist das da. Mhm. So. What's in my bag? What's in my bag? Das ist die Band Clowns aus Australien. Wenn wir eben bei dem Thema waren, schnelle Songs und unter 2 Minuten, dann kommen wir jetzt halt in die andere Punkschiene. Obwohl, schnelle Songs sind es trotzdem, aber halt teilweise 7 Minuten. Echt? Ja, okay, richtig, das finde ich interessant. Richtig atmosphärisch, obwohl ich eben gesagt habe, dass ich es grundsätzlich nicht mag. Also geht das so in die Post-Punk-Richtung auch so? Teilweise, ja. Okay. Die Jungs und Mädels hier auch gesehen auf dem Festival, und zwar in Coburg zusammen mit Adolescence. Ja. Kennst du? Nee. Nee, wieder nicht. Ja, ich muss dazu sagen, ich bewege mich halt relativ viel im Punkrock. Lars dann vielleicht eher im Metal-Genre. Ja. Und bei The Shrine treffen wir uns oder so. Also The Shrine musst du dir wirklich mal reden. Ich bin sehr gespannt. Genau, Adolescence, auch so eine Ami-Punk-Größe. Kurz vorher war, vor dem Festival war Steve Soto gestorben. Der Bassist von denen, auch Riesenmusiker und sehr einflussreich. Und wir sind deswegen hingefahren und auch wegen Clowns, weil die tatsächlich halt einfach geil sind. Einfach wirklich einen kleinen Hype vielleicht auch hatten zu der Zeit. Muss man sich anhören. Das ist ganz viel Intro, dann kommt ein richtig geiler Refrain, dann nimmt das Lied nochmal eine ganz andere Fahrtrichtung auf, aber ja, es bleibt halt immer irgendwie catchy. Catchy, ja, das ist das. Der Sänger ist mit seiner Unterhose, die waren halt auf Tour, und die Unterhose hat er wahrscheinlich seit 2 Wochen angehabt, so sah das aus. Mehr hat er nicht angehabt und ist halt in das Publikum reingerannt, hat sich auf der Bühne überschlagen wie noch was und dreckig, geil, einfach Punkrock. Ja, gucken wir mal weiter. Gucken wir weiter. Wie viel haben wir denn jetzt? So, 3, 4, 5, 6. 4 hätten wir jetzt noch. Oh, auch schön. Metallic. 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 Metallic ist auch Metallic. Schön. Metallic. Genauso. Das ist eine polnische Metalband. Genauso wie Metallic. Hier, wenn man das früher nicht richtig aussprechen konnte, Sepultura, ne? Sepultura. Ja. Hit of the Week. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal auch funny guys. So, sehen witzig aus. Back and forth, Model, Hit of the Week, Psycho Therapy, Too Bad und so weiter. Das sieht auch sehr nach Punkrock aus. Punkrock, ja, natürlich. So ziemlich alles. Irgendwie hat so eine Punkrock-Attitude. Aber du kennst Metallic sicher nicht. Nein. Du kennst aber sicher diese beiden aus der Band, wo sie noch spielen, Dirty Fences. Gut, du kennst auch Dirty Fences nicht. Nein. Das ist verwunderlich, weil Dirty Fences in Erfurt wirklich schon zum Inventar gehören. Okay. Also ich habe jetzt mal Metallic mitgebracht, weil ich davon ausgegangen bin, dass in unserem Freundeskreis in der Region, wo wir uns bewegen, so ziemlich alle diese Band kennen. Ja. Wenn ich es dir vorspiele, kennst du es sicher auch. Okay. Und deswegen habe ich mal das Side-Project Metallic mitgebracht. Ja. Auch zum Reinhören. Ich glaube, ich habe den Song... Oh, I don't know. Just look it up. Okay, was haben wir hier? Kollektiver Brechreiz. Ja. Das sagt mir zum Beispiel was. Ah, ja? Na dann erzähl du doch mal. Kollektiver Brechreiz ist zu 100%ig Punk, oder? Oder? Richtig, check. Das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich witzig aus. Am besten erzählst du was darüber. Kollektiver Brechreiz, wahrscheinlich eine der am längsten existierenden Bands ever. Nein, Quatsch. Aber wirklich Deutschpunk-Urgestein. Ich zeig mal das Cover, weil ich weiß, dass Hanjo, der Schlagzeuger der Band, das alles selber zeichnet. Ach, krass. Ja. Kannst du ja auch mal auspacken. Mhm. Vielleicht ist drinnen noch was Schönes. Oh, da gibt es sogar noch CD dazu. Ja. Fürs Tape-Deck, fürs Auto. Ja, CD, weiß ich nicht, warum man sowas noch macht. Warte mal, hier hat man, das ist auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Hier hat man noch ein Poster. Genau.
Ach, das sieht echt. Das, ja, ja, ich mach mal. Also da steckt viel Liebe drin. Ah, das ist wirklich ziemlich geil, sowas, da stehe ich voll drauf. Wenn du bei einer Platte halt wirklich da nochmal irgendwie ein schönes Poster mit drin hast, wenn sich da halt echt noch ein bisschen Mühe gegeben wird. Ich glaube, ich habe da sogar so ein bisschen dran mitgearbeitet. Ich glaube, ich habe Hanni und die Datei aufbereitet für einen Druck oder so. Lass mich lügen, aber mir war so. Ich finde es dann halt auch cool, wenn eigentlich noch so eine CD-Beilage dabei ist, weil ich finde das halt auch oldschool schön, wenn man sich die CD dann kreppt und einfach dann auf MP3 hat. Ja. Auch wenn man Spotify nutzt, ist es trotzdem beruhigend, wenn Spotify doch mal nicht funktioniert, dass man auf jeden Fall noch irgendwie den MP3-Player funktional hat. Das finde ich immer ziemlich schön. Das finde ich auf jeden Fall gut. Also das Cover finde ich schon ziemlich abgefahren. Oh, das ist The Midnight Ghost Train. Das finde ich ziemlich abgefahren. Cold War's the Crown. Das spricht mich schon mal voll an. Das sieht übelst geil aus. Das sieht auf jeden Fall aus wie 100% Weltschmerz. Das gefällt mir. Und hinten gibt es auch Titten. Das gefällt mir auch richtig gut. Habe ich nur optisch wegen dir mitgebracht. Danke. Ich habe keine Ahnung, was das für Musik ist. Nein, Quatsch. Also das sieht schon krass aus. Also das sieht auch irgendwie nach Post-Punk-Hardcore aus. Nee. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Also, pass auf, als ich dieses erste Mal gesehen habe, wieder im Café Tico. Café Tico? Ja. Wusste ich nichts über die Band. Das war halt so eine Zeit, wo ich auch mich so langsam in dieses Genre Stoner und alles so schwere Gitarren und sowas erst reingefunden habe. Ich war halt immer auf Punkrock, es muss schnell sein, es muss catchy sein, hin und her. Und das war halt immer so Mucke, die hat teilweise halt ein bisschen mehr von der Atmosphäre gelebt und ich musste mich da ein bisschen reinfinden. Aber bring me my coffee, everything will be alright. Genau. Damit ist doch alles gesagt. Ich komme halt ins Tico, kann mit der Musikrichtung an sich noch nicht viel anfangen. Die Band fängt an und da vorne steht ein Typ, also der war 2 Meter und. Ja. So breit. Hatte Schuhgröße 55 oder so, schneidet sich seine Gitarre um und das Ding geht los. Ihr müsst euch die Playlist anhören, den Intro-Song von der Scheibe und da habe ich mal 2 Songs reingepackt, weil das Intro halt nur instrumental ist und dann der Song tatsächlich wieder losgeht, der 2. Song auf der Platte. Und also Along the Chasm und Gladstone. Ja. Ja. Ob das so heißt. Ich bin super schlecht mit Namen von Songs. Auf jeden Fall Intro und dann der 1. Song. Ich habe das erlebt. Das war für mich so eine Offenbarung. Das hat mich wie eine Dampfwalze einfach überrollt, diese Band. Das ist so eine Kraft, die da drin gesteckt hat. Du hast diese Gitarren, diese unglaublich lauten, geilen Gitarrenriffs, diese Erscheinung vor dir. Und da, instrumental war das schon Killer. Und dann fängt dieser Typ an zu singen. Und hat so ein Organ, wirklich. Okay. Brüllt dich da an. Ich stand halt auch 1. Reihe. So. Katastrophe, echt. Ja. Sind wir schon durch? Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt noch, 5. Wir haben jetzt noch 2 Platten. Naja, weil ich 11 mitgebracht habe anstatt 10. Fuck the rules. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, sagt er. Warte, Symptome der Schmutzwelt. Ach, okay. Das war ein Zeichen. Ist nicht so schlimm, es war ein Flyer. Sind eh gerade keine Konzerte. Kann so wegfliegen, ist egal. Ja, so, Symptome mal. Der Schmutzwelt. Ist eine gute Platte auf jeden Fall. Ja. Seite A, Seite B. Ne? Intro hast du auf der einen Seite. Und dann geht's weiter mit Trucks, Schmutzwelt, Bierpate. Da fühle ich mich irgendwie angesprochen. Ach nee, Biberpate. Jetzt habe ich. Muss ich erstmal einen Schluck trinken. Du liest nur, was du lesen willst. Hm. Du bist auf jeden Fall der Bierpate. Ich bin der Bierpate. Ja, und es gibt eine 2. Seite und es gibt ein Outro. Und das ist auf jeden Fall Punkrock. Ja, ja das, und, also wenn das kein Punkrock ist. Wenn das kein Punkrock ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Und vielleicht sollte auf jeden Fall derjenige noch mal was darüber erzählen, dem diese Platte auch gehört. Ach so, ja. Symptome der Schmutzwelt, Platte von RFA, Hip-Hop, kein Punkrock. Was, wirklich? Ja. Das weiß ich doch. Ja, um wieder... Also auch limitiert, Nummer 99, das ist 99 ja, von 300, habe ich extra bekommen, hat mir Olli aus dem Tico zurückgelegt, denn Olli aus dem Tico ist da dabei und noch 2 Jungs, mit denen ich tatsächlich zusammen Abi gemacht habe. Man meint es nicht, aber ich habe Abitur. Genau, und ist der Mundraub und der Zone, die haben mich da ein Stück weit begleitet. Ja. Und es ist ganz witzig zu sehen, was aus uns allen musikalisch geworden ist, wer so seinen Weg wo genommen hat.
ich finde die Jungs richtig stark. Ist halt, Hip-Hop ist ein bisschen außerhalb von dem, was wir bis jetzt so hatten. Aber ich mag's und es ist tatsächlich auch eine, nee, es ist nicht eine, es ist die letzte Live-Show, die ich gesehen habe vor dem Lockdown. Ja. 7. März war das, glaube ich. Krass, das weißt du noch. Naja, das vergisst du auch nicht, glaube ich. Also genau. Du hast dann auch immer so Facebook-Scheiß gehabt von wegen, ja, die letzte Band oder die letzte Show, die du gesehen hast, mit den Leuten musst du den Lockdown verbringen und so weiter. Da habe ich dann gedacht, na gut, mit den Chaoten, aber gibt Schlimmeres. So, Wasted. Achso, jetzt sind wir bei Nummer 11, ne? The truth will not be televised. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bestimmt. Steht jedenfalls da. Bin auch kein Native Speaker, aber es klang erstmal richtig. Solange du nicht The Truth sagst. Truth. The Truth. The Truth. So, bitteschön. Ach so, ja. Jetzt muss ich wieder was sagen. Ja, wie gesagt, Platte Nummer 11. Schneiden wir zur Not raus, wenn es zu viel wird. Ach komm, es ist dir doch gegönnt. Du lebst doch jetzt allein auf der einsamen Insel mit deinen 11 Platten. Ohne Plattenspieler. Ohne Plattenspieler. Scheiße, hätte ich die 11. mal gegen einen Plattenspieler eingetauscht. Aber nicht die hier, denn Wasted, auch Killerband. Wir haben... Ich glaube, boah, lass es 2017 gewesen sein vielleicht, waren wir mit 99 mit meiner Band auf Tour. Ja. Und haben uns das alles so ein bisschen selber zusammengebucht und hier und da geguckt, wo können wir spielen, weil wir halt, also du kennst das so, als Band machst du immer Weekender, guckst halt, dass du Freitag irgendwo spielst, Samstag irgendwo spielst, genau. Vielleicht auf dem Sonntag noch irgendwo eine kleine Matinee oder irgendwas abgreifst. Nee, keine Ahnung. So, aber eine Tour selber zu organisieren mit, ich spiele 10 Tage in Folge in einer anderen Stadt und so weiter, ist schon tricky, weil dich halt nicht jeder auf einen Montag oder auf einen Donnerstag sehen will. Ja. So, ne? Wir haben das gemacht und wir haben zum Glück ein paar coole Bands supporten dürfen, unter anderem Wasted, die ich vorher nicht kannte, wo mir ein Kumpel dann aber im Nachhinein geschrieben hat, so ihr Schweine, ihr habt mit Wasted gespielt und so. So, okay, das scheint schon ein Begriff zu sein. Und ja, das ist ein Begriff, weil die Jungs halt auch seit, ich glaube, in den frühen 90ern unterwegs sind, Mucke machen, die kommen aus Finnland und machen halt Punkrock, der, was ich halt auch sehr schätze, immer so eine Gratwanderung zwischen Dur und Moll macht. Weißt ja. du? Ich mag das, wenn das nicht nur so Happy Punk ist, sondern wenn halt immer so ein bisschen eine düstere Note drin ist. Irgendwas, was mit ein bisschen Tiefgang, was mit ein bisschen Traurigkeit und so. Und das haben die Jungs halt perfektioniert. Ja, okay. Also das ist wirklich immer so ein Ding, wirklich catchy. Aber du merkst halt, es ist nicht dieses Standard It's Ramones Ding, so wir machen Happy Dur Akkorde oder sonst was. Ja. Sondern es geht halt ein bisschen tiefer, es ist einfach mal was anderes. Und wie gesagt, wir durften die supporten in Hamburg im Menschenzoo. Mhm. Geiler Schuppen auch. Da haben wir es schon abgefahren. Ja. Und ja, es hat thematisch auch eigentlich kaum zusammengepasst. Wir mit 99 waren halt ziemlich hardcore. Naja, also nicht ziemlich, also es ist schon hardcore. Halt hardcore, ja. Also wer 99 nicht kennt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das letzte Album Wasteland ist großartig. Das habe ich, als die Platte rauskam, ich glaube, das war 2019, kann das sein? 18. 18, ist das schon so lange wieder her? Okay. Müsste, oder? Dann habe ich es mir erst später gekauft, denn ich war nämlich auch im Februar 2019 auf einem Konzert im IOZ. Das war auch mein erster Besuch im IOZ. Ah, vielleicht war das auch unsere Release-Show. Ich und weiß das nicht. Ich glaube, ihr habt da mit Forrester gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und auf jeden Fall. Paddy von Forrester hat ja auch einen Track mit. War ich das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder rumpucken im Moshpit. Beziehungsweise vielleicht war ich auch betrunken und einfach so auf die Schnauze gefallen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es großartig. Ich war komplett durchgeschwitzt. Ich habe geheadbangt wie ein Schwein. Ihr habt geheadbangt wie die Schweine, seid rumgesprungen. Es war einfach nur großartig. Der Sound war mega. Es hat einfach nur unglaublich Spaß gemacht. Also das war definitiv eins der geilsten Konzerte. Ich war schon auf vielen Konzerten. Eins der geilsten Konzerte, wo ich mit dir war. Weil es halt auch einfach mal wieder so diesen Spirit hatte, den man halt früher hatte, wo du einfach mal so ganz unbedarft irgendwie mal weggegangen bist und hast eigentlich überhaupt nicht gewusst, was dich richtig erwartet. Und das war das erste Mal. Und leider, nee, ich habe euch noch mal in der Engelsburg gesehen irgendwann. Aber das im IOZ. Das war wirklich ein großartiges Konzert und ich habe dann ja von dir auch irgendwann die Platte gekauft und die CD und großartig. Also habe ich letztens auch mal wieder aufgelegt, ist ein geiler Soundtrack, ist cool. Und ich freue mich schon auf den Sommer, wenn es ein bisschen warm wird, da kann man auf jeden Fall schön auch dazu Fahrrad fahren, ist geil. Skaten kann ich halt nicht. Oh, so, austrinken, ja. Meins ist schon leer, aber müssen wir nicht eh rein? Riecht auf jeden Fall so. Scheiße, Alter. Los, komm, Alter. Und ab.
So, der Robert und ich waren jetzt ganz schön lange draußen, haben ein bisschen über Mucke und allen möglichen Volle-Fans geknackt und da haben wir ganz schön die Zeit vergessen. Angebrannt ist auf jeden Fall nichts. Aber naja, wie soll ich sagen, ja, vielleicht ist jetzt das Gemüse ein bisschen weich geworden, aber dafür dient jetzt die Kartoffel auf jeden Fall als Fleischersatz. Es hat auf jeden Fall eine richtige Gulasch-Konsistenz und riecht auf jeden Fall gut. Es riecht auf jeden Fall schon schön ungeruscht, aber bevor wir uns den widmen, kommen wir erstmal zu dem Starter. Und da habe ich das Brot ein bisschen angeröstet, einfach in der Pfanne ohne Öl noch. Habe das dann gewendet mit Salz, Pfeffer, dann ein bisschen Olivenöl was drüber gemacht und das testen wir jetzt auf jeden Fall mal aus. Also ich teste das mal aus. Robert, der freut sich nämlich schon ganz doll auf den Gulasch, der schafft nicht so viel. Ich koste das jetzt mal. Und? Ich vertraue dir da. Das ist auf jeden Fall geiler Scheiß. Das geht gut rein. Na dann. Hast du so Hunger oder was? Na und ab. Ja, warte. Kelle? Ich tue das jetzt nicht einfach. Warte, hier ist ein Teller. Ich tue das jetzt einfach mal jetzt drauf. Das esse ich dann weiter. Kelle habe ich schon. Hast du? So, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Danke. An meine Chefs, seine Family, ne? Dass wir das hier heute machen durften. Und wir hoffen auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Und sagen jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal. Und wir lassen uns auf jeden Fall den Hauptgang specken. Nochmal als kleine Info, Zubereitungszutaten, alles was ihr heute in der Sendung gesehen habt, Spotify-Links, YouTube-Links, findet ihr alles in den Credits unterhalb von dem Link. Und haut auch gerne mal was in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat, ob das irgendwie gefunzt hat mit dem Rezept. Ihr müsst auf jeden Fall dann, wenn es im Topf ist, eine Dreiviertelstunde was anderes machen, damit es schön eine pumpige Konsistenz kriegt. Es muss ja auch ein bisschen Punkrock sein. Und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Und Robert und ich, wir kosten jetzt nochmal. Ja, das sieht doch gut aus. Du bringst mir das einfach raus, okay? Echt jetzt? Dann, ciao. Alter, ey. Ja, mache ich. Solche Gäste. Ich koste vorher trotzdem schon mal. Das sieht gut aus. Heiß? Doch nicht so weich. Mega. Das kann man vergessen, das esse jetzt alleine. Haut rein, ciao. I'm on the outside. Always on the outside.